Hallo meine Freunde und willkommen zuletzt bei Super Mario Galaxy. Yes, wir sind jetzt hier in der Overworld wieder, besser gesagt. Denn wir haben zwar ein Badezimmer aufgehört, aber hier ist Toadette. Und die hat einen Brief für mich. Deswegen muss ich erstmal dreimal auf ihren Kopf springen, das ist extrem wichtig. Ja, Mario, ich bin der Brief... Du bist kein männlicher Toad. Ein männlicher Toad hat keinen rosanen Kopf. Ich habe einen Brief für dich. Ich bin im Moment an einem Ort ganz weit weg. Aber das ist schon in Ordnung. Du wirst mich bestimmt retten kommen. Ich glaube ganz fest daran. Es klingt auch so nach dem Motto. Übrigens, ich wollte dir nur mal gesagt haben, ich bin mal wieder entführt worden, also tu das, was du immer tust. 5 Stück! Was? Nein! Nein! Halt, halt, halt! Fuck! Fuck! Ah, warum bekomme ich überhaupt die Möglichkeit, das nicht anzunehmen? Komm schon! Ah, fuck, ich habe mich verklickt! Warum bekomme ich die Möglichkeit, ein Geschenk nicht anzunehmen? Warum existiert diese Möglichkeit, Spiel? Okay, auf jeden Fall kann es jetzt hier weitergehen. Wir haben ja schon beim letzten Mal geschaut, was wir haben. Die Sternstaub-Galaxie. Kann's ja gleich mal losgehen, ich freue mich. Der Sternregenpfad. Schön, dass wir können jetzt wieder weiterspielen. Ich habe jetzt wieder Batterien. Da die Wii ja noch älter ist, beziehungsweise ich spiele mit dem Wii-Controller auf der Wii U, also mit diesem Wii-Fernbedienung und Döns. Und das läuft ja mit Batterie. Ist ja damals alles noch mit Batterie gelaufen. Ach, zum selben Zeitpunkt kam die PlayStation 3 raus und die hatte schon Akku? Oh, ist die Wii auf einmal doch nicht so gut, wie alle sagen. Ja, Wii-Bashing, das muss sein. Das muss mal sein. So. Man muss aber sagen, auf der Wii sind geile Spiele erschienen. Also da muss man mal sagen, da hat sich Nintendo nicht lumpen lassen. Auf der Wii sind wirklich gute Spiele erschienen. Wo will ich denn hin überhaupt? Okay, ich kann eh nur hier lang. Ich denke mal, hier werde ich dann wieder von der Schwerkraft des Planeten angesogen. Ja. Na, na, komm her! Nein! Yes! Okay. Yes! Yeah. Und... Na, komm her! Wunderbar! Hier ist gerade eine sehr angenehme, ruhige Musik. So. Wunderbar. Erstmal hier die ganzen Sternstaubteile mitnehmen. Denn die brauchen wir ja. Wenn er wieder so ein Dicker kommt. Und der wieder alles essen will. Ja, besser. So. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, danke, ich sehe halt nichts. Das ist sehr, sehr freundlich, Spiel. So. Jetzt hat's. Okay. So, hier rüber. Nein, nein, nein. Oh, ich glaube, man darf jetzt nicht irgendwie so mit Karacho gegen die Wände knallen. Wenn ich mich nicht irre, ich bin mir aber nicht sicher. Das war knapp, weil es mal kurz die Verbindung zu meiner Wii-Fernbedienung abgebrochen war. Na komm. Jawohl.
Spinnen! So. Das mache ich halt selten, dieses Zielen. Weil ich bin da nicht so gut. So, komm her, der Kumba hier. Freistoß. So, ganzen Toads hier mal befreien, die mir fünf Power-Ups hier, Leben und so, geklaut haben, die Pisser. Ihr Pisser, hallo. So. Okay. Ah, sowas ist das. Okay. Aufpassen. Okay, okay. Wir müssen vorsichtig vorangehen. Was ist das? Ein Luma. Wir wollen es einfach haben. Okay. Ist okay. Runter da. So. Okay. Ganz vorsichtig. Hier drüben wird es dann wahrscheinlich auch nochmal welche geben. Die werden wahrscheinlich dann einen fett krassen Stern erstellen. Wenn ich davon alle habe. Und ich denke mal, alle werden 5 sein. So, 3 haben wir ja schon mal. Okay, jetzt können wir. Hier geht's noch lang. Sehr gut. Ah, jawohl, da sehe ich doch einen. Dankeschön. Da wird wahrscheinlich noch einer hier drüben sein. Ja, da sehe ich ihn schon. Und ihr Basser! Sehr schön. Warte mal, da musste man springen. Ja! Yeah! Dankeschön. Sehr schön. Für heute unser erster Stern. Eine neue Galaxie. Ist es schon soweit? Sehr schön. Dann schauen wir doch mal, wo. Was wäre denn diese neue Galaxie? Ah, die hier. Mal schauen. Testball. Komm, das machen wir mal. Keine Ahnung, was das ist, aber wir machen das jetzt mal. Ist ja wahrscheinlich, ist anscheinend wieder nur so eine kleine Minispielwelt. Also, kleiner Stern. Wundersame Reise des Sternenballs. Wir sehen es ja gleich. Natürlich wieder geil. Ach nein, nicht das. Oh, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich. Bring auf den Sternball. Halt dein Maulschild. Ja, ja, gut bist du, hier, dann halt die gerade nach oben. Grundlegende Haltung. Nein, rollen lassen, bla 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 bla. Ja, mit Arsch springst du, wenn dir jemand im Weg ist, roll einfach immer drüber. Nun, Erfahrung ist der beste Lehrmeister, dann lass mich einfach. Warum darf ich eigentlich nicht mit dem Steuerkreuz steuern? So. Man kann auch die Gumbas hier zusammenrollen, glaube ich. Jawohl. So, hier mal ein paar
Münzen mitnehmen. Geil. Und rein da. So, grüß Gott. So, warte mal. Was ist denn das hier? Hier, warte mal. Ja, vorsichtig. Ja, geil. Nein, nein, nein. Das? Fuck! Wow, ich habe nur 5 Leben. Ich hatte noch mehr. Als ob das Spiel keine Leben speichert. Wirklich? Speichert das Spiel keine Leben? Wow. Danke, Nintendo. Danke. Da farmt man schon Leben und dann speichert es nicht mal die. Ich will wissen, was ich da bekomme. Wahrscheinlich bekomme ich dafür ein Leben. Oder bekomme ich wirklich nur diese... die Knusper-Knusper-Teilchen? Die ich mir dann super lecker in mein Müsli tun kann. What's up? Na, komm mal her. Leck mich, ich jetzt einfach so rum. Bis Gott. Ich kann nicht bremsen! Oh. Hui. Das lässt sich voll scheiße steuern, wisst ihr das? Okay. Okay. Kann ich da vorne drüber springen? Ich will es nicht riskieren. Komm mal her da. Nicht, dass du mir dann irgendwie so reinrennst. Ich hab keine Ahnung, ob ich darüber springe. Anscheinend kann ich nicht so weit springen. Geh weg, Goomba. So. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Alter, du brauchst nicht Vollgas geben, Spiel. Ich neige die Wii-Fan-Bedienung nur ganz, ganz sachte. Ah! Boah. Alter, komm schon, wirklich. Oh. 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 Das ist übrigens der Grund, warum ich selten Wii-Spiele spiele und warum ich der Meinung bin, dass die Wii scheiße ist. Ich hasse diese komische Motion Control. Die funktioniert nicht! Komm schon! Jetzt müssen erstmal alle Goomba sterben hier! An euch lasst es jetzt raus hier! Komm her! Nee, du bist zu kritisch. Vorsichtig, vorsichtig! So! Nein! Ich. Ja. Okay. Grüß Gott. Nein! Boah. Okay, grüß Gott. Einmal den hier. Und ich wollte eigentlich den auch kaputt machen, aber ist okay. Langsam. Langsam. Und du kommst gar nicht erst auf die Idee, mir zu folgen, Goomba. So. Hier ist der Tod, deswegen gehen wir hier so langsam rüber und rein da. Gott, war das ein Scheiß. Okay, und ja, besser. Dankeschön. Sternchen erhalten. Feini. Und die Galaxie ist natürlich komplett, weil es nur so eine komische Galaxie ist, die immer nur einen Stern hat mit diesen Minispielen. So, wir sind neugierig. Erstmal schauen, was ist denn das? Kampffelsen. Oh, das klingt geil. Das klingt gut. Aber wir wollen erstmal hier weitermachen. Alter Kampffelsen.
Können wir nochmal auf das andere vielleicht gehen? Hier kommt Kamek. Gott, ich liebe diese Musik. Ich glaube, die Musik kam das erste Mal in Super Mario Bros. 3, oder? Kann das sein? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall ist die Musik geil. Ich liebe diese Musik. Hallo. Ich habe an die Tür geklopft und habe dafür eine Münze bekommen. Geht das hier auch? Ja, tatsächlich. Ah, guck mal da oben. Oh, einfach nur ein paar Knusperteilchen. Können wir wieder ins Müsli tun. Guti. Ja, wir brauchen immer was, was wir ins Müsli tun. Ich hoffe, wir haben genug Milch. So, Hasis. Hallo? Wenn du was an einem hohen Ort aufsammelst, spring und mach dann voll den Dreher so. Yeah! Also ich könnte ja auch einfach auf dich drauf springen und mit einem Dreisprung dann alles holen. Das sollte auch funktionieren. Und ihr glaubt jetzt nicht, dass ich damit jetzt alle hole, oder was? Das glaubst du doch selber nicht, dass ich damit jetzt alle Münzen hole. Ich habe in meinem Leben noch was Besseres vor. Ich will später noch One Piece lesen. Ist wichtig. Großartiger Manga. Und großartiger Anime. Ich bin ein riesen One Piece Fan. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach mal wieder die Mangas zu lesen. Warum kann ich... Hallo? Okay. Ich kann die nicht aufmachen. Ach! Warte mal. Warte mal, vielleicht mit B? Aha! Aha! Will ich aber mal halten. Hier! Oh, das war's schon. Ich hab gemeint, das ist jetzt so ein fetter Hardcore-Bosskampf. Aber... Nö! Oh, ich kann keinen Dreisprung machen, wenn ich einen Panzer trage. Sowas aber auch. Ich mag den Dreisprung. Den darf man mir doch nicht einfach nehmen. Ich weiß nicht mehr, warum ich ihn mag. Aber irgendwie, das mache ich immer so. Wenn ich irgendwie in Mario so unterwegs bin, ich mache eigentlich immer so einen Dreisprung. So, befreien. Wir wollen ja nicht so sein. So, Dankeschön. Zack. Roter Panzer. Okay. Vielleicht so. Aha. Dafür ist der rote Panzer. Oh. Für wie lange? Für wie lange habe ich jetzt 6 KP? Oh, das ist ja cool. Okay, jetzt warte aber mal. Weil ich habe da was gesehen. Komm ich dann nochmal hoch? Oh, ich komme dann immer hoch, oder? Und danke, danke Kamera, dass ich dich nicht drehen darf. Das ist sehr wichtig. Nee, kann ich nichts mehr machen. Weil da oben war so ein blaues Teil. So ein blauer Stern, wo ich mich festhalten kann, weißt? Ah, schade. Egal. Was soll's bei einem Mario schon sein? Ein Leben vielleicht. Und die sind eh nicht so wichtig, weil das Spiel klaut mir eh mein Leben, wenn ich aufhöre. Kamek! Ah ja, Kamek hat schon irgendwie Stil. Was ist das für eine Hardcore-Musik, die hier gerade abgeht?
Nein! Hier! Es! Er hat es einem aufs Maul gegeben, Kamek! Dann lässt es sich rechnen, so ordentlich einen aufs Maul zu kriegen hier. Nein! Blöder Panzer! So. Oh, jetzt macht einen auf cool. Oh, shit. Oh, fuck. Jetzt meint er, dass er cool ist. Ich muss ihm beweisen, dass er nicht cool ist. Stirb! Guti. Ich hätte jetzt statt dem Stern hätte ich jetzt lieber den Stab mit dem Stern drin gehabt. Mario mit dem Zauberstab. Komm schon. Hätte was. Warte mal, hier kriege ich doch eine Münze, oder? Zack. Jawohl. Gibt es sowas, ein Zauber-Mario? Mario als Zauberer? Gibt's ja nicht. Der hat mal irgendwie eine interessante Idee. Also ich meine jetzt damit nicht Zauberer im Sinne von Harry Potter, sondern Mario in einer Art Zauberwelt. Ich meine, das sind alles Zauberwelten, ja. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Nicht, okay. Die Chaoten des Weltraums, die Schabernack-Kometen, sind aufgetaucht. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien in gänzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest, was du nicht tust, möchtest du bitte den Schabernack-Kometen fragen, um dort etwas mehr über die Planeten und die Kometen erfahren, die du nicht spielen wirst. Er kennt sich mit den Kometen nämlich gut aus. Ich werde die Kometen nicht spielen. Die sind dumm. Ich mag die nicht. Die sind mir zu schwer. Ich glaube, die waren voll schwer. Und ich bin kein guter Mario-Spieler. Ich bin katastrophaler Mario-Spieler. Deswegen habe ich auch kaum Mario-Spiele, weil mir die wenigsten Spaß machen. Mario Galaxy habe ich auch nur durch Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte damals gar nicht vor, mir Mario Galaxy zu kaufen. Aber jeder hatte es und jeder hat gesagt, dass es so toll ist. Und ich die ganze Zeit, Leute, ich bin kein großer Mario-Spieler. Warum soll ich es mir kaufen? Und dann habe ich es gekauft. Klebekokons und Königspinne. Und dann habe ich es gekauft und ich muss sagen, es ist ein gutes Spiel. Ist tatsächlich gut. Es ist eines der besten Mario-Spiele. Eben weil das Mario hier ziemlich viel Abwechslung bietet. Genau deswegen ist es so gut. So. Lasst mich doch in Ruhe, Spiders. Aua. Oh, ich sehe es gerade, ich habe nur noch 2 Herzen. Und keine 3 mehr. Okay, alles klar. Hier kann man immer noch nichts machen. So, Oh, hi. Na, wie viele willst du denn? Wie viele willst du denn? Ja, wie viele will... 50, das ist okay. Das ist okay. Die habe ich schnell beisammen. Kann ich hier irgendwie... Aha! Gott, ist das eine schöne Musik. So, geh mal weg da. Okay. Ich
bin jetzt wahrscheinlich einzig und alleine hier drin. Oh, kann ich hier... Das sieht doch merkwürdig aus. Das sieht doch merkwürdig aus. Aha! So, dann können wir jetzt eigentlich schon wieder hochgehen. Da vorne liegt noch was. Aber wir können eigentlich schon wieder hochgehen, weil wir haben die 50 Sternteile. Und mehr brauchen wir nicht. Ja, du sollst. So, danke. Wo war er denn? Wo ist er denn, der Dicke? Da ist er. Hallo, Dicker. Da ist da was zum Futtern. So. Ja, jetzt machen wir deine Ultra-Digitation hier. Ein Yoshi! Es ist ein Yoshi! Es ist der beste Planet! Der Yoshi hat Pickel. Und wir müssen ihn von diesen Pickeln befreien. Wir sind jetzt ab heute bei Klerasil eingestellt. Wir müssen den Yoshi von den Pickeln befreien. Ist das, was ich tun muss? So. Seht ihr das hier? Ha? Und jetzt soll mir noch mal einer sagen, dass dass ein neuer Mario-Fußballteil nicht angekündigt ist. Hier, Wumms! Ha? Also, das kann mir doch keiner erzählen. Mit Mario Galaxy haben sie doch einen neuen Mario-Fußballteil angekündigt. Ich sollte mal mehr auf meine Energie achten. So. Zack. Zack. Und weg mit dir. Wumms. Komm her, komm her. Yeah. Okay. Irgendwo muss noch einer leben. Wo bist du? Wo bist du? Muss vorsichtig. Ah, da ist er. Muss vorsichtig sein. Rams. Bisschen zu viel Fußball gespielt. Aber wir haben den Yoshi gerettet. Sehr gut. Wir sind gute Menschen. Wir sind sehr gute Menschen. Wir haben einen Yoshi gerettet. Apropos. Ist Mario ein Mensch? Ich meine, es ist das Logischste, aber ihr wisst, was ich meine. Oder ist es so eine Abart von Mensch? Weil ich meine, wir leben in einer Welt, wo Bowser existiert. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Was sind Toads? Was sind Toads? Es sind ja keine Menschen. Das weiß man ja nicht. Und da ist jetzt ein Anflug auf Roter Komet. Einmal spielen, Mann. Einmal will ich es euch zeigen. Ich glaube, die waren echt nervig. Zeitangriff, der Sternregenpfad. Muss ich das alles auch nur in einem Zeitlimit schaffen. Igittigittigitt. Weil die Welt sonst untergeht. Ich habe gerade mal 4 Minuten. Lalala. Was ist so böse Musik? Ist sogar eine sehr gute Musik. Wir müssen uns beeilen. Oh nein! Ich muss die Triforce-Splitter suchen. So, komm her. Yes.
Da. Und darüber. Nein, ui, das war knapp. Okay. Beeilung. Wir haben keine Zeit. So, ich habe keine Ahnung, wie knapp das Zeitlimit bemessen ist. Aber ich würde einfach mal sagen, ich beeil mich einfach. Ich konnte nicht abkürzen. So. Weiter, weiter, weiter. 1,5 Minuten sind schon um. Da bricht immer meine Wii-Verbindung ab. Die ist das letzte Mal auch schon abgebrochen. Als ob ihr mich in der Luft abgefangen habt, ihr kleinen Wichser. So. Na, komm mal her, Toad. Mit deinem Superraumschiff. So. Muss ich hier wieder die ganzen Teile einsammeln? Oh nein, oh fuck, ich muss hier die Teile einsammeln. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Das schaffe ich nicht. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Es ist doch unmöglich. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zack. Ja, besser. Yes. Komm schon, 1 Minute noch. Setz mich nicht unter Druck, Spiel. Ich kann das. Hier. Siehst du das? Herr Profi. Profi. Ich schaffe das normalerweise auch in der Hälfte der Zeit. Aber das wollte ich jetzt nicht zeigen, weil dann fühlen sich manche immer erniedrigt deswegen, weil ich so gut bin. Deswegen wollte ich das jetzt nicht zeigen. Oh, die Uhr läuft ja noch weiter. Oh. Ich muss meinen Kaffee trinken, Entschuldigung. Also unter Zeitdruck schmeckt der Kaffee am besten. Es zählt runter. Es ist fürchterlich, dass ich das tue. Warum tue ich das? Und dann springe ich daneben. Und dann springe ich in der letzten Sekunde daneben. Und ich muss alles nochmal neu machen. Sehr schön. Ja, feindliche Basis entdeckt. Und wir messen unerhört große Energiemenge. Sowas Unerhörtes aber auch. Was treiben die da? Die brauchen die Energie. Die streamen sehr viele Pornos. Die brauchen die Energie. Warte mal, da ist noch ein Stern. Hä? Aber ich hab den hier doch gemacht. Wo kommt jetzt der her? Okay. Okay. Klebekoko. Was, den habe ich doch gemacht? Hä? Okay.
Ich hab den hier erledigt und... Okay. Klebekokos und Königspinne. Was macht denn Knoschi hier? Ich bin den falschen Weg gegangen, kann das sein? Bin ich da den falschen Weg gegangen? Ich wusste nicht mal... Das war knapp. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Guten Tag. So. Hier lang. Ja, jetzt komme ich zu Yoshi. Hä? Okay. Moment. Klebekokons und Königsspinne. Okay. Soll ich vielleicht irgendwie die Spinnen töten? Ich bin zertifizierter Spinnentöter. Hallo Yoshi! So, müssen wir wahrscheinlich hier die ganzen Spinnen töten. Und dann kommt die Mama-Spinne und ist voll pissig. Warum hast du meine Kinder getötet? Habe ich gesagt, du bist überbevölkert. Habe also eine gute Tat getan hier. Jeden Tag eine gute Tat. So, ich kann hier nirgendwo anders hin. Ich muss hier lang. Also muss ich da drinnen was machen. Oh. Oh. Da ist ein Warpstern drin. Oh. Ja, das kann man doch nicht wissen. Man kann sehen, ja, aber ich sehe doch nichts. Ich bin doch blind. Das weiß man doch. Spätestens dann, wenn man mein Let's Play to the Last of Us gesehen hat. Da weiß man doch, dass ich blind bin. Zu meiner Verteidigung, die Leiter hat nicht jeder auf Anhieb gefunden. Nein. Ich weigere mich, das zu akzeptieren, dass jeder auf Anhieb diese Leiter gefunden hat. Hi. Ich lasse euch in Ruhe, okay? Sagte er und killt sie trotzdem alle. Ja, ich häng fest, ja, blablabla, durchdrücken von einer, ja, klar. Rums! Verpiss dich! So. Lass mich alles mitnehmen. Okay. Hier rüber wahrscheinlich. Rums! Es kribbelt in meiner Nase. Ah, das ist so ein, du bekommst mehr Energie, Sterngedöns. Ach, dahin. Warte kurz. So. Yes. So. Ach, da ist einer. Hey, das Coronavirus! So. Einmal so hier. Aber beides sollte ich auch wahrscheinlich nicht machen. Hallo. Geht's dir gut? Ich nehme jetzt einfach mal an, dass dein Schwachpunkt wie in 90% der Fälle dein Arsch ist. Nein. Rums! Voll in den Arsch. Geil.
War das jetzt, war das gut? Roms! Hier! Yes! Oh yeah. Selbes Spiel von vorne, alles klar. Aua! Arschloch! Uah. Lass mich in Ruhe! Und tschüss! Voll den Arsch, geil! Roms! Und tschüss! Geil! Voll weggeklatscht! Guti! Und her damit! Das war daneben. Ich krieg den! Hier! Alle guten Dinge sind drei! Sag ich doch. Guti. Dann haben wir jetzt auch den Stern. Den wir schon lange wollten. Ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Oh, okay. Den schnappen wir uns mal kurz. Yo, wie viele willst du denn? Sternteile, ja, wie viele willst du denn? 400 habe ich doch, oder? Oh, gerade noch so. Gerade noch so, hier, friss. Und eine neue Galaxie. Schauen wir uns mal kurz an. Beim letzten Mal war es ja diese Keks-Galaxie, glaube ich. Mal schauen, was es jetzt ist. Kokon-Asteroiden-Galaxie. Fliege mit Klebekokons. Das klingt schwer. Erstmal hier alles mitnehmen hier. Geil. Okay. Wo wollen wir hinzielen? Dahin. So. So. Leben brauche ich nicht, weil werden eh gelöscht, wenn ich aufhöre zu spielen. Hui, das war knapp. Lass mich hier alles mitnehmen. So. Sehr gut. So. Fuck! Das war knapp. Achso, das sind diese Klebeteile, oder? So, Klebeteil, zack. Und zack. Sehr gut. Okay, jetzt. Nein! Fuck! Oh, es war ein Millimeter daneben!
Oh, komm schon! Wirklich! Oh, ich fange hier wieder an. Das ist nett. Das ist nämlich... Das ist cool. Danke. Ich bin gerade überfordert damit, dass ich hier anfange und nicht alles wieder von vorne machen muss. Das ist freundlich. Danke. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Dieser Scheißstern! Ich will zu meiner Mama! Okay, wir konzentrieren uns. So. Sehr gut. So. Jawohl. So. Ah, oh, perfekt. Yes. Okay, das zählt doch sehr schön. Ich hab schon gemeint, ich bin jetzt an dem Stern vorbeigeflogen. Oh. Meine Herren. Flieg mit den Klebekokons und Galaxies komplett sehr schön. Weiterer Stern hat mich ja nur 20 Leben gekostet. Okay, dann können wir hier mal weitermachen. Wir könnten sogar schon zu Bowser gehen. Wir haben genügend Sterne dafür, glaube ich. Oder? Ja, ich habe schon lang genügend Sterne dafür. Aha, wir könnten zu Bowser gehen, tun wir aber nicht. Wir machen den Kampffelsen. Wenn die Galaxie scheiße ist, dann gehen wir zu Bowser. Riesenfestung aufgetaucht. Oh, das sieht cool aus. Oh, das sieht so cool aus. Okay, hier sind wieder blaue Triforce-Splitter. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Münzen mitgenommen. Das passt schon so. So. Blauer Triforce-Splitter. Hallo. Nein! Hört auf mich anzugreifen, ihr Watzapf! So. Dankeschön. So, und dich. Jawohl. Sehr geil. Okay. Einmal hier drauf. Und hier drauf. Muss ich mich da drehen? Aha! Okay, das sieht gefährlich aus. Oh, fuck! Oh nein, es ist gefährlich! Es ist gefährlich! Einmal hier ducken. Oh, 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 oh. Hier fliege ich drüber, okay. Kann ich da einfach so ausweichen? Warum nicht?
Warte mal, hier kommt so eine Supermünze. Das war super. So, geil. So, und... So, einfach in die Mitte. So. Der ist, hä? Nichts ist zu schwer. Rüber da. So, und wieso habe ich jetzt das Gefühl, dass mir hier irgendwo ein Kugelwilli folgen wird? Weil wie soll ich denn das Teil hier sonst aufkriegen? Wieso habe ich jetzt auf einmal das Gefühl, dass mich ein Kugelwilli verfolgen wird? Ist hier unten irgendwo was? Da ist auch nur ein One-Up. Ah, da kommt er. Hallo Kugelwilli. Danke. So. Na, komm her. Oh, komm schon, wirklich. So, schön. Hier. Och, komm schon. Wirklich. Hey, du. Hier drüben. Es ist so schwer, gute Arbeitskräfte zu bekommen. Es ist so schwer, gute Arbeitskräfte zu bekommen. Komm her da. So. Geht doch. Guti. Und wieder ein schönes neues Sternchen für mich dazu. Geil. Wie viele Sterne braucht man eigentlich, um das Spiel durchzuspielen? Weil man braucht wahrscheinlich wieder eine gewisse Mindestanzahl an Sternen. Ist ja klar. Oh, das ist diese das ist dann so eine neue Minispielgalaxie, oder? Hier. Aber ist es wieder so ein Müll, oder? Bam, bam, bam. Alpha, bam, bam, Mann. Alter, das ist... Oh nein, ist das wieder so eine, wo ich die Felder umdrehen muss? Renn und musizier. Oh Gott, ich bin doch nicht musikalisch. Aber ich bin doch nicht musikalisch. Was sagst du dazu? Ja, komm schon, red mit mir. Ja, der Boden verschwindet, wenn man auf ihn tritt. Pass auf, Alter, du fühlst dich wohl cool wegen deiner Brille, oder was? Der fühlt sich richtig cool wegen seiner fucking Brille. So. So. Bin hier herumgelaufen, aber der Boden ist unter mir verschwunden. Ah, da hinten. Okay, alles klar. Da habe ich was gesehen. Den habe ich gesucht, diesen Warpstern. Okay. Oh, Scheiße. Mir fehlt die Note.
Ich glaub, das ist schlecht. Zählt es? Komm schon, das muss doch zählen. Ja! Hey, es hat funktioniert. Jetzt soll mir einer mal sagen, dass das nicht geplant war. Hervorragend. Das ist dann sowas, das fällt unter die Kategorie mehr Glück als Verstand. Ich meine natürlich Skill pur. Also so puren Skill, den habt ihr noch nirgends gesehen. So, wie geht's denn weiter? Schleich dich in die Riesenfestung. Oh, geil. Im Schleichen bin ich mittlerweile Profi. Okay. Ich bin mittlerweile Profi im Schleichen. Hä? Hast du es nicht gedacht, Mario, hä? Was ist gemeint mit meiner Schwäche? Kannst du mich hier fertig machen? Aber nein. Ich habe meine Schwäche ausgemerzt. Die andere Schwäche ist doch, dass ich nicht zielen kann. Die habe ich nicht ausgemerzt. Die ist immer noch genauso scheiße. So, geh mal kaputt da. Komm, 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 komm. Okay. Seid ihr bereit? Ich zeige mal was. Skill. Hier! Das war, glaube ich, schlecht getimt. Aber es sah cool aus. Okay. Irgendwie ein Luma drin. Okay. Oh nein, ich sehe da was. Oh nein. Oh, Hilfe. So. Hey, ich hab dich gerettet. Ist für dich. Digitation! So. Ich muss hier also nochmal hin und dann brauche ich viele Sterne. Okay, alles klar. Also viel Sternstaubgedöns, meine ich. Damit ich ihn füttern kann. So, was haben wir hier? Ich hätte mal schauen sollen, wie viel der überhaupt fressen will. Das weiß ich ja nicht. Einmal so, dann will ich so und dann will ich hier den... Zack. So, okay. Und einmal so quer durch. Sehr schön. Okay. Da haben wir eine Röhre und da haben wir einen Schalter. Und eine Box. Was ist in der Box? Danke. Nein, ich will da hoch. Aua. Ah, ich komme da nicht hoch. Dann halt nicht. Das kann nicht sein. Ich muss da doch hochkommen. Ohne die Röhre oder irgendwelche Hilfsmittel. Komm schon, ich will da ohne Hilfsmittel hochkommen. Ah, geh weg. Ja! Ja, na komm schon! Na komm schon, Mario! Du schaffst das! Ach, du kleiner Pisser. Ja. Und was ist hier jetzt los?
Okay, Bomben. Okay, die bleiben nicht stehen, wenn ich sie anschieße. Vielleicht... Okay. Komm her da. So. Oh, das gibt's doch nicht. Was haben die denn für einen Explosionsradius? 5 Kilometer. Das ist tatsächlich groß. Yes! Hat sie es gesehen? Sie hat mich nicht getroffen. Hä? Aha! Sehr schön. Bestimme dein Ziel, okay? War das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Ich weiß es nicht. Ach, komm. Yes. Ich zerstöre einfach mal alles, ist okay. So. Komm her da, ich brauch dich. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ich brauch dich. Sag ich doch. Wenn es mir schon da angeboten wird, dann brauche ich's. Oh Gott. Oh Gott, nein! Kriegt das hin? Zielen. Feuer! Yes! Wo fliegt Mario jetzt eigentlich hin? Nachdem er den Stern erhalten hat. Der wird doch jetzt nicht einfach aus der Welt raus teleportiert, oder? Komm schon! Alter, der Kerl müsste eigentlich schon 500 Mal tot sein, wenn's reicht. So, okay, denn nochmal den Kampffelsen. So, die Bedrohung, ich will aber nochmal schleich dich in die Festung, weil ich zu diesem Gourmet-Gumba-Gedöns-Lumba-Luma-Teil will. Ihr wisst, was ich meine. Heißt, ich brauche viele Sternstoppteile. So. Sehr schön. Okay, ich denke mal, die brauche ich alle. Für den Luma. Sehr gut. So, weiter schauen, dass wir viele... So, jetzt sind wir nämlich schon hier. Jetzt warte mal. Was ist das? Das ist ein Unverwundbarkeitsstern. Oder? Bringt es mir was? Was ist, wenn ich jetzt hier mit dem Unverwundbarkeitsstern die ganzen... Aha! Und wie es mir was bringt!
So, die habe ich wahrscheinlich auch gebraucht. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, wie viele willst du? Eigentlich muss es erreichen, was ich habe. Oh. Oh. Der will nur 30. Ich habe fast das Dreifache. Ah, ist okay. Das ist okay. So. Fetter, neuer, geiler Planet. Und hin da. Okay. Es ist eine Sackgasse. Du bist voll in der Mülldeponie, Mann. Aber wer? Moment mal. Jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Was sollte die Scheiße? Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Warum sollte ich? Oh, danke, danke. Was? Was? Hä? Was? Okay, ich nehme jetzt einfach mal an, ich soll die ganzen Teile hier kaputt machen. Kann keiner so gut wie ich. Schaut das, Mann. Hä? Da sagt er nichts mehr, hä? Skill! So. Danke, jetzt ist schön sauber. Übrigens, ich habe wohl das gefunden. Nimm mal mit hier, ist auch nicht brennbar. Okay. Danke. Ja, habe ich gern gemacht. Voll der Secret-Stern. Super Secret. Die Mülldeponie. Sehr schön. Ja, wir sind doch hier auch schon gut vorangekommen, würde ich jetzt mal meinen. Einen Stern noch und dann können wir zu Bowser. So, fette Bedrohung hier. So, was ist denn die Bedrohung? Ein Stern, der eingesperrt ist und ein Beyblade. Ein roter Beyblade. Okay. Bedrohung ist ein roter Beyblade. Ich meine, Beyblades sind Bedrohung. Wenigstens so, wie wir sie damals gespielt haben. Wir haben Rasierklingen an die Beyblades. Mach das nicht nach. Das ist keine gute Idee, meine Freunde. Mach das bitte nicht nach. Wir haben Rasierklingen an unsere Beyblades dran gemacht. Das ist übrigens mein Ernst. Wir haben wirklich Rasierklingen an die Beyblades gemacht. Mach das nicht nach, auf gar keinen Fall. Es ist, ja. Wollt ihr mal wissen, wie intelligent wir waren als Kinder? Oder wie intelligent ich war? Ich war der Meinung, mein Beyblade, mein normaler Beyblade, kann gegen einen Rasiermesserklingen-Beyblade gewinnen. Wir haben Kämpfe damit ausgetragen. Wir haben Kämpfe damit. Und ich habe gesagt, mein Beyblade muss nur von unten angreifen. Ich habe gesagt, ich kontrolliere meinen Beyblade so, dass er von unten angreift. Und, ja, so dumm war ich. Hui, okay, weg da. Ja, es ist, war alles super, oder? Alles super. Hey, da ist ja noch einer. Ah! So, ich könnte vielleicht noch mal eine Münze gebrauchen. Boom. Okay. Der hier fährt rauf und runter. Warum tut er das? Oh, deswegen. Komm her! Komm!
Aha! Aha! Ja, yeah, Mann, danke. Zur Belohnung zeige ich dir voll die Abkürzung. Digitation! Danke. Dem hier kurze Bums. Fett abballern. Der arme Monty Maulwurf. Wer hat dem... Was habt ihr dem eigentlich getan, oder? Warum greift ihr den an? Was hat er uns getan? Er verteidigt nur sein Revier. Es ist sein Revier. Er ist hier der Boss. Oh, das ist okay. Ich kann so die Anziehung beeinflussen. Okay, das ist cool. So. Okay. Jetzt warte mal, wie mache ich denn das? Ah, hier so. Ja, man kann es auch so machen. Das war so geplant. Das war übrigens so geplant. Hm? Juhu! So, na komm. Okay. Zack. Nein. So, okay. Dann machen wir es halt so. Ist okay. Alles okay. Alles ist gut. So. Jetzt muss ich da wahrscheinlich relativ schnell sein. Nehme ich jetzt einfach mal an. Nein. Okay. Geh weg. Okay, da gehe ich kaputt. So. Und so. So. Okay, ja wunderbar, Rix. Das läuft doch schon wieder alles. Der schießt was auf mich. Das mag ich nicht. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. So. Okay. Nein. Weg. Aua. Komm her da. So. Das ist eine coole. Alter. Mario ist voll im Zerstörungsmodus. Ich mag die Welt. So, wunderbar. So. Komm mal her da. Ach komm schon, du sollst doch gegen so ein Teil fliegen. Na, komm her. Ja, geht doch. So, schön die Münze nehmen. Weiß es nicht, ob ich das machen musste. Ich hab's jetzt einfach getan. Wahrscheinlich musste ich das nicht mal tun. Hallo? Willkommen im Luma-Laden. Und verkaufen wir etwas überaus Nützliches für 30 Sternteile. Ja, okay. Was möchtest du haben? Leben. Was ist denn für ein Geizhals? Kein Sternteil weniger als vereinbart, Mann. Sonst schicke ich meine Anwälte auf dich.
Okay. Okay. Ich bin runtergefallen. Warte mal, da komme ich wieder hoch. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh 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 oh, ich glaube, das wird. So. Was muss ich bei dir machen? Aha! Hä? Aua! Okay. Ja, gut. So. Und jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun soll. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Okay. Es. Yes. Komm her. Zack. Und tschüss. Alles klar. Hä? Alles easy peasy. Ja, den Stern nehmen wir mal. Geil. Den haben wir uns verdient. Okay. So. Na, dann fehlt ja hier eigentlich... Ach, da ist so ein Risikokomet. Was heißt das? Ach, das bedeutet, dass man, glaube ich, nur ein... Das bedeutet, dass man, glaube ich, nur ein Leben hat, oder? War das das? Der rote Komet war irgendwie Zeit und Risiko war irgendwie, dass man nur ein Leben, glaube ich, hat. Also ein KP. Und zwar die Bedrohung, alles klar. Ja, das ist doch unschaffbar. Schauen wir mal. Achso, ich muss nur den Boss besiegen, oder was? Wow. Es wird... Ich glaube, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay. 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 So, ich brauche ein paar von den Sternenteilen am besten. Aber ich... ja, da haben wir noch mal ein paar. Sehr schön. Weil die können mir da echt helfen. Okay. So. Boss-Time. Heißt, wir müssen jetzt den Boss besiegen, ohne getroffen zu werden. Und ich würde mal sagen, dass das durchaus möglich ist. Das sollte durchaus möglich sein. So. Einmal so. Und tschüss. Sehr gut. Sehr gut. Zack. Und tschüss. Jawohl. Und schon haben wir den Risikokometen auch abgeschlossen.
Das ging jetzt unerwartet einfach. Das ging jetzt unerwartet einfach. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Wunderbarigst. So. 23 Sterne Hammer. 15 brauchen wir gerade mal. Für Bowser. Und jetzt klatscht man weg. Bowser Sternenfabrik. Seid ihr bereit? Oh, er schaut schon wieder so böse. Oh nein, er schaut schon wieder so böse. Kampf in Bowsers Festung. Ich freue mich. Bowser-Zeit. Okay. Ah, das wird geil. Okay. Schnell durch da. Ah, danke schön. Hier schon mal Münzen mitnehmen. Geil. Ah, da ist... Mal kurz warten. Hier, geil. Okay, warte mal. Hier kriegen wir ein Leben, das ich eh nicht brauche. Denn Leben bringen in diesem Spiel nichts, wie wir schon herausgefunden haben. So, warte mal. Ja, schnell durch da. Bevor das Teil mich hier umklatschen will. Oh, ist das geil. Wieder diese Schwerkrafträtsel. Oh, ich liebe sie. Wow, nein, nein, nein. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 fuck. Oh, ich hab nicht bemerkt, dass da ein Abgrund ist. Ah, scheiße. Autsch. Ich glaube, ich war zu langsam. So. Okay. So, wo ist... So. Okay. Schnell rüber da. So, einmal ganz vorsichtig hier rum. Das Leben brauchen wir nicht, denn wir wissen's. Die Leben sind unnütz. Weil die sowieso resettet werden. Die hören... Die haben ein ganz, ganz unpassendes Zeitfenster, wie sie angehen. Die haben ein mega unpassendes Zeitfenster. Machen wir es halt so. Was keine gute Idee war. Ja, jetzt haben sie ein ganz anderes Zeitfenster auf einmal. Jetzt haben sie auf einmal ein ganz anderes Zeitfenster. Ist okay. Aua, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay. Was geht ab? Oh, der muss aber viel niesen. Ei! Ich brauch den. Ich, ohne den schaffe ich das nicht. Ich brauch den. Er ist wichtig. Bowser, hör doch auf, bevor hier noch irgendeiner irgendwie ein Leben verliert oder so. Vor allem ich. So, hi. Du bist weit gekommen. Aber dich werde ich zerquetschen und dann die fetze Weltall verteilen. Alter. Alter. Sei nicht so brutal. Die Fetzen im Weltall verteilen. Was ist das? Was ist denn mit dem los? Brauchst du irgendwie ein Anti-Aggressionstraining? Okay, er macht solche... Aha! Hallo! Ja,
Okay, war das jetzt richtig? Ich glaube, das war richtig. Also, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe... Aua. Dann muss er da drauf springen. Was er nicht getan hat. So, jetzt kommt er zu mir. Will einer aufs Maul, kriegt er. Andere Richtung. Will wieder einer aufs Maul, kriegt er. Alter, ist das eine geile Musik. Ja, leck mich am Arsch, das ist eine geile Musik. So. Spring hier drauf. Geil. Okay, jetzt kommt er wieder da rum. Komm her. So, aufs Maul. Andere Richtung. Aufs Maul. Was? Nochmal. Oh, scheiße. Nochmal. Ach, ist das mies gelaufen. Aber mein Plan, der kommt gut voran. Mario, glaubst du, du kannst mich aufhalten? Den kann keiner aufhalten, der ist viel zu cool dafür. Komm schon, Bowser ist ultra cool. Ich liebe ihn. Bowser ist so viel cooler als Mario, komm schon. Wir brauchen mal so ein entgegengesetztes Mario. Wisst ihr, wo man Bowser spielt und nicht Mario? Wo man die Prinzessinnen führen muss und dann irgendwelche Tempel bauen muss und solche Level, keine Ahnung, dass Mario nicht durchkommt. Alter, da hätte ich Bock drauf. Alter, da hätte ich Bock drauf. So ein Zwei-Spiele-System, weißt? Der eine spielt Mario, der andere spielt Bowser. Alter, wäre das nicht geil. Komm schon, das wäre der Hammer. Da hätte ich richtig Bock drauf. Die Switch ist eine gute Konsole dafür. Für die Idee, aber sowas werden wir niemals bekommen wahrscheinlich. Alter, das wäre aber geil. So. Ein großer Stern ist zurückgekehrt und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht, dem Zentrum des Universums. Und ich habe schon beim letzten Mal gesagt, dass das Zentrum definitiv nicht der am weitesten entfernteste Punkt ist. Eigentlich nie. Wenn unsere Sternenkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die kostbare Person wieder. Okay. Sieht dir doch schon mal ganz gut aus. Haben wir schon viel geschafft. So. Das hier ist jetzt, wo es weitergeht, oder? Das sieht nach... Was hat er gesagt? Küche? Küche. Ich wollte schon sagen, das sieht irgendwie nach Speisezimmer oder Küche oder irgendwie sowas aus. Das ist ein Leben, das brauchen wir nicht. Weil die verlieren wir eh. So. Gibt's da noch was? Komm schon. Komm schon. Komm schon! Nicht? Okay. Naja, was soll's in dem Mario-Teil auch geben? Außer Leben. Weil was soll man da sonst finden? Oh, wieder wahr. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Was schon? Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Was? Als ob! Was? Oh! Oh, ich habe so viele Sterne, dass ich die komplette Küche überspringen kann. Okay, das ist geil. So, wir machen mal auf. Was gibt's denn hier alles? Die Testblase, okay, cool. Wir machen das alles beim nächsten Mal. Ich schaue mir nur schon mal an, was es hier gibt, damit ihr schon mal... Alter, Glasstrandgalaxie, das klingt geil. Oh mein Gott, habe ich da Bock drauf. Da haben wir auf jeden Fall was, auf was wir uns freuen können beim nächsten Mal.
Phantom, Alter, das klingt schon wieder so geil. Bowser Jr. Schiffsbrück. Ah, wieder Bowser Jr. Und den können wir nicht, okay? Den können wir noch nicht. Da haben wir noch nicht genügend Sterne für. Alter, meine Freunde, ich glaube, das wird beim nächsten Mal. Das wird richtig geil. Ich meine, schaut euch das mal an. Wir haben die Glasstrandgalaxie. Oh mein Gott, da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Part beim nächsten Mal, meine Freunde. Also gut, meine Freunde, das war dem Let's Play Super Mario Galaxy für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.